Willkommen bei KFZ40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es endlich wieder um meinen Lupo. Wir hatten ja Probleme gehabt mit dem S3, darum hat sich das Ganze ein bisschen verschoben und wegen zu viel zu tun und so weiter. Egal, wir fangen heute mit unserem Lupo-Projekt so richtig an. Wer es nicht kennt, es wird ein 1.8T eingebaut. Zurzeit haben wir einen 1.8T mit GT30 China-Lader. Das Ganze kommt natürlich raus und es kommt natürlich ein vernünftiger Lader rein. Es kommt ein GTX Garrett-Lader rein. Zweite Generation, ich glaube, das ist die zweite Generation. Ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht. Und einen externen Wastegate, das Ganze. Ja, Ziel natürlich unser aktuellen Stand von Leistung toppen. 420 PS wollen wir natürlich toppen, ist aber nicht wichtig. Das Ganze hat ein Ziel, ja, wir wollen das Ganze auf TÜV umbauen. Ich möchte, dass wir im Endeffekt einen TÜV bekommen. So baue ich das Ganze ein. Darum müssen wir den Lochkreis von 4x100 auf 5x100 umbauen. Ich zeige euch das, wie es bei einem Lupo GTI geht. Das könnt ihr euch natürlich auch in einem Seat Arosa und so weiter, Lupo, ganz normal die Trommel hinten haben. Könnt ihr das Ganze auch machen, aber dafür habe ich ein separates Video hochgeladen, wie ihr das Ganze macht mit VR6 Radnamen und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, hier verlinke ich das Ganze. Aber Bild war schlecht, so zur Info. Also wir fangen jetzt mit dem Lupo an. Ich werde den einmal auf die Bühne fahren. Ich werde vorne alles abbauen, hinten alles abbauen, Bremsanlage, Radnabe und so weiter. Und werden das Ganze vom 4-Loch auf 5-Loch umbauen. Viel Spaß mit dem Video. Natürlich Batterie leer. So, aber ich habe was. Als YouTuber kriegt man natürlich das eine oder andere zugeschickt und dann, ja, probiert das aus und so. Ich habe sehr viele Sachen, ne, bekommen. Also ich sage euch, von Handyständer zum Selfie machen oder Videos machen bis, ach, was weiß ich was. Ne, aber da kam irgendwann was Interessantes und das ist so ein Powerbank. Und ich habe Powerbank, ne? Es ist okay. Aber bei diesem Powerbank, den ich habe, da gibt es zum Beispiel ein Problem, wenn die Batterie genauso leer ist wie das hier, bei dem jetzt, ist komplett leer. Da geht gar nichts. Dann funktioniert das Ganze nicht. Ne? Also dann läuft der nicht. Und das Ding habe ich schon mal ausprobiert. Und das Ding, ich bin echt beeindruckt. Ich habe nicht mal einen Link dafür. Ich muss das echt raussuchen. Ne? Er hat mir mal irgendwann mal geschrieben gehabt, ob ich das teste. Ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von dem. Ich zeige euch das. Also es ist jetzt keine Werbung. Also ich verdiene da nichts. Ich habe da nichts mehr ausgemacht. Also so nebenbei. Ich werde das Ganze jetzt einmal dran machen hier. So. Ihr hört schon. Das Ding ist krass, ey. Also, ich guck mal, ob ich einen Link von dem finde und ich sage ihm, ich möchte keine Provision oder so, ich möchte, dass sie mir ein paar Stück zur Verfügung stellen und ich versuche das mal Ganze zu verlosen. Wir haben 4-Loch, das Ganze wird umgebaut auf 5-Loch. Einmal die Radnabe, einmal Radlager. Und bei euch, also bei dem hier, kann ich euch echt mal empfehlen, guckt euch mal an, dass die schön gerade sind. Weil der eine ist nicht gerade, den muss ich noch zurechtbiegen, sonst haben wir später Probleme mit den ABS und ESP. Die Bremsen kommen natürlich neu, auch Bremsschläuche kommen neu. Also, wenn jetzt einer sagt, warum lässt er das so hängen, macht man nicht. Aber kommt mal. So. Einmal nochmal. Holen wir den Schwurstandkopf auch noch raus.
Ja. So. Jetzt haben wir das Ganze ausgebaut und werden jetzt einmal Radlager, Radnabe, alles rauspressen und den neuen einpressen und dann wieder einbauen. Geht eigentlich schnell. Natürlich darauf achten, ich habe den schon sauber gemacht. Soweit. Jetzt machen wir den Splint drauf. Hier ist egal, bei manchen ist es wichtig, wenn ihr einen ABS-Sensor dazwischen habt, da müsst ihr aufpassen. Hier ist es eigentlich egal, aber ich mache immer so nach unten. Arbeitet ruhig mit dem Schraubenzieher, ist nicht schlimm. So, der ist drin. So muss das Ganze aussehen. Das dreht sich in der Mitte, alles schön und gut. Wenn ihr hier drunter Dreck habt, dann habt ihr folgendes Problem. Dann macht das Geräusch, aufpassen also. Okay. Und yes. Ich wackele mal, um zu sehen, dass er auch genau drauf ist. Und das war's. Also ich gucken, dass er nichts ist. Natürlich gleich später mal festgezogen, nach dem Moment anlangt. Das war's. Wir haben den jetzt von 4-Loch auf 5-Loch umgebaut. Na, so einfach geht das. Vorne ist fertig, alles passt, alles gut. Einen Stoßstangenkopf muss ich noch bestellen. So, hinten. Der ist kaputt. Oh, der ist kaputt. Also, ist ja schon mal gut, dass wir es wechseln. So, die Radnahmen. Ach, das ist ganz einfach bei dem. Hier werden wir folgendes tun, den Sattel abbauen, Scheibe abbauen und dann sofort die Abdeckung hier ab und da ist eine Schraube, die Schraube abbauen, dann ziehen wir die komplette Nabe raus. So sieht das aus, das ist ja eine komplette Nabe, Radlagernabe. Der ist vom 9N, Polo 9N und der kommt dann so wieder rein und dann haben wir von anstatt 4 Loch das Ganze 5 Loch. So einfach ist das. Hier geht es echt ganz schnell. Auch Plug and Play, ganz schnell. So, das haben wir auch schon. Jetzt holen wir die Scheibe schon mal raus. Scheibe ist auch schon ab. Ne, jetzt müsste die Scheibe schon locker sein. Super. Jetzt holen wir den Bremssattel raus. Klötze. Och du Heilige. Och du Heilige. Wow. Boah, ist das Ding fest. So. Dann können wir uns nach hinten wegen der Bremsklötze hier. Boah, wie fest ist das denn? So, Bremsscheiben sind draußen. Boah. Radlager, Schraube. Von der Radnabe haben wir die Schraube schon abgemacht. Sattel haben wir gelöst. Und jetzt, achtet. Ja, der hängt manchmal so ein bisschen. So. Das war's. Hier können wir natürlich ein bisschen sauber machen. Das ist die alte, das ist die neue, ihr seht, Höhe und so ist alles in Ordnung. Nur was wir übernehmen müssen, ist einmal das obere hier. Weil der hat einmal so einen Kranz fürs Radlager, der geht runter und der hat den hier. Ja, das heißt, wenn wir den hier einbauen würden, würde er den ABS-Sensor nicht mehr übernehmen. Ja, wir müssen das sauber machen natürlich erstmal.
Der wird es auf jeden Fall nicht übernehmen. Das heißt, wir müssen den ABS-Kranz einmal hier übernehmen. Radnabe reingesteckt, dann Schraube rein, wieder festballern und später nachziehen, nicht vergessen. So, Bremsscheibe normal drauf. Ihr seht, ich könnte ganz normal vom Polo 9N 256er, 226er, irgendwie 228er. So, solche Bremsscheiben kann auch 256er sein, ich weiß es nicht. Die passen auf jeden Fall 1:1 und dann habt ihr das Ganze auf 5 Loch. Wie ihr gesehen habt, ging das Ganze ganz schnell von 4 Loch auf 5 Loch umbauen. Ne, das ist schon Plug and Play, ehrlich. Radnamen, also was heißt Radnamen, die Gelenkköpfe von den Antriebswellen passen auch, also die Antriebswellen passen auch in die Nabe rein. So haben wir überhaupt keine Probleme. Das Ding raus, einfach rein, fertig. Hinten genauso, komplett raus, komplett rein, auch fertig. So, wie ihr seht, habe ich die Bremsanlage hier einmal zugedeckt. Wer mich auf Instagram folgt, oder war das jetzt, wer mir auf Instagram folgt, da war doch mal was, ne? Egal, wer mich und mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich eine hammergeile Bremsanlage von MAX Performance gesponsert bekommen habe. Und die habe ich schon verbaut. Die seht ihr auch im nächsten Video, wie wir die einbauen. Aber wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie das aussieht jetzt schon, dann könnt ihr einmal bei MAX Performance draufgehen auf Instagram. Da sind aktuelle Bilder, wie das ausschaut. Und wenn ihr schon da seid, lasst doch ein Abo da bei den netten Herren. Ne? Schadet nicht, kostet nichts. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.